Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode. Machen wir weiter. Gucken wir mal, was wir so alles noch erledigen können. Was? Die Besucher werden mit der Eröffnung größerer Läden in der Stadt noch unschlüssiger. Okay. Wir haben hier unsere Hauptstraße. Können wir mal überlegen, ob wir hier mal ein neues Gebiet aufmachen. Das passt auf jeden Fall nicht. Es gibt zwei Straßenarten, ne? Oh. Es gibt einmal die und einmal die. Hey, wo war jetzt der Unterschied? Ich hab mal mit der gebaut, mal mit der anderen. Ups. Das ist zweispurig. Und das ist auch vier. Vier, vier. Das ist zum Beispiel mit... Das ist jetzt aber die. So. Welches die? Das ist die. Dann habe ich denn die mal gebaut? Gar nicht, ne? Lol. Ja, okay. Ist jetzt egal. so. Weil, dann kann man nämlich hier ziemlich gute Riesengebäude bauen. Also Gewerbegebiete. Okay, wenn der sagt, das ist gerade, dann wird das wohl stimmen. So. Ah, nee, machen wir. So. Dann gönnt euch da mal. Hier können wir aber auch mal ein bisschen Gewerbe bauen. Ah, da muss eine Hauptverkehrsstraße hin. Okay. Das ist so. So. Haben wir hier noch was hin und dann nochmal normale Gebäude hier hin. Und dann passt das auch. So. Wir wollen mittelständisch, okay. Ist doch alles mittelständisch eigentlich. Sonst haben wir eigentlich nirgendwo Probleme, ne? Nö. Strom und alles passt auch noch. Das ist gut. Dann können wir uns mal so langsam... was haben wir denn hier? Achso, das ist Schule. Okay. Jetzt kann ich für verschiedene Bevölkerungsschichten unterschiedliche Steuern nehmen. Achso. Wie viel Steuern ich pro verschiedene, also Wohngebiet 15... Ah, okay. So, ich brauche mehr Einwohner, damit ich weiter updaten kann. Was habe ich denn dadurch freigeschaltet? Ist die Frage, ne? Verkehrsabteilung. Bildungsabteilung. Finanzabteilung. Sicherheitsabteilung. Tourismusabteilung, Verkehrsabteilung, Versorgungsabteilung. Erstmal nichts. Kann man eine öffentliche Bibliothek hinmachen, ne? Da können wir die mal hin. Was können wir denn noch? Feuerwehr haben wir sowieso. V-Turm. Feuerwehr, Müllentsorgung, Wasser. Was ist das Wasser immer noch? Durch diesen einen Wasserturm genug Wasser. Oh, Strom haut langsam nicht mehr hin. Im Minus sind wir. Sonnenkraftwerk.
Ölkraftwerk. Ist mit so einem Sonnenkraftwerk. Ist ja nicht sehr schlecht, ne? Frage ist, ob wir das machen. Oder wir sagen, wir bauen ein Atomkraftwerk. Hö. Nee, machen wir nicht. Aber ich würde erstmal sagen, wir machen kleine horizontale, große horizontale Windturbine. Vertikale Windturbine, sowas gibt's? So. Okay. Ah, jetzt produzieren wir wieder mehr. So, die sind zufrieden, die auch. Was, was? Ach so, Steuern sind... Die Steuern sind verdammt hoch, überlegen sie sich, den Steuersatz zu senken. Sind doch alle zufrieden, oder? Ja, sind alle zufrieden. So, Müllabfuhr ist zufrieden. Feuerwehr ist zufrieden. Gesundheit, Polizei, Bildung. Was, das, alles zufrieden. Wir haben nicht genug Strom. Okay, wir müssen unbedingt auf was Besseres umschalten. Tja, ich würde spontan sagen, wir machen mal ein Dingskraftwerk, ne? So. Sonnenkraftwerk. Was ist das? Wir kommen in unser Sonnenkraftwerk. Wenn wir den Wachstum mehr Strom machen, können wir weitere Solarpanels hinzufügen. Okay, sehr gut. Nehmen wir den Weg. So. Da hat's gebrannt. Können wir irgendwas sonst noch abreißen? Nö. Toxicom Beauty, was? Produkte, okay. Es wäre gut für das Geschäft, die Kräfte aus dem Weg zu räumen. Holen wir uns Energie von den... Achso. Mögen das Kraftwerk nicht. Ja, ist nicht schön, da zu wohnen. Wegen dem Kraftwerk. Ich überlege, ob wir das Kraftwerk woanders hinbauen besser. Ja, wir bauen sowieso irgendwann ein Atomkraftwerk. Wenn ich schlecht das Gewinn im Arbeiten besetzen kann, es unvorhersehbare Mengen an Strahlung abgeben. Achso, dann müssen wir nämlich mal dafür gucken, dass wir unsere Leute fortbilden. So, Gymnasium, Bildungsabteilung der Regierung. Was ist das? Allgemeine Hochschule. Sorgen Sie für 800 Schüler und Studenten am Tag in einer Stadt der Region. Ist ja 42. Ach so. Wie viel passen denn da rein? 550 und hier gehen nicht so viele rein. Das heißt, wir machen die Straße auf jeden Fall mal weiter. Und schauen, dass wir jetzt hier ganz viele Dings hinbekommen, Gebäude. So. Ah nee, das wäre, glaube ich, zu viel. So. Manchmal sieht das ultra schief aus. So. So, die können dann dahin. Was war hier?
Hoffen wir einfach, dass es niemals hier hinten in dem Gebäude brennen wird, weil das wird ultra lange dauern, bis die Feuerwehr da ist. Dann müssten die von hier... Ja, die könnten über die Hauptstraße hier so. Und dann wären die gleich direkt da. Das ist halt das Praktische daran, wenn man so Hauptstraßensysteme hat. Dass man über die Hauptstraßen sehr, sehr schnell zu verschiedenen Punkten kommt. Man könnte aber auch hier, 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 hier. Also es gibt sehr viele Wege, überall schnell hinzukommen. Das ist halt der Vorteil bei so einem System. Mit so Hauptstraßen und so. So, ich lasse mal eins frei. Vielleicht bauen die da noch größere Gebäude dann hin. So. Ah, okay, es werden immer mehr Schüler, sehr gut. Ich kann hier noch ein kleines neues Wohnviertel bauen. So. Und hier ist dann nochmal so eine Hauptstraße. Petition zum Bürgermeisterhaus. Was? Eine Sympathierate von mindestens 70%. Erreicht eine Bevölkerungsanzahl von 10.000. Erhöht Grundstückpreise für mittlere Einkommensschicht. Okay. Achso, da wohne ich dann. Wo will ich denn wohnen? Ein schön chilliges Gebiet. Nicht neben der Feuerwehr. Das ist ganz schlimm. Nicht neben der Schule, Gottes Willen. Ich glaube, hier oben ist es immer noch am chilligsten. Deswegen baue ich. Und ich will unbedingt in einer ruhigen Gegend wohnen. Also wäre eigentlich der perfekte Ort für mich. Hier so. Und ich komme sehr schnell auf die Hauptstraße hier so. So. Guck mal hier, was teilweise schon gebaut wird für Riesengebäude. Ist doch klasse. Wird hier schon irgendwas Krasses gebaut? Nö. Haben wir denn irgendwas noch zum Abreißen? Hier sieht gut aus. Hier brennt's? Nee. Da oben brennt es. Schaffst du die Feuerwehr? Okay, brennt doch nicht. Was ist, Luis? Das war gerade ein trauriger Smiley. Ich will keine traurigen Smileys in meiner Stadt haben. Bauen wir mal ein paar Parks hier oben. Hier oben ist ja noch gar nichts. Großes Feld mit Parkplatz. Ah, dann kann ich... Ah, noch was dran bauen. Dann können wir einen Spielplatz daran machen. Dann können die da ein bisschen grillen und chillen. Okay. Ja. Das freut euch doch alle, oder? Und wir können mal gucken, wegen Bushaltestellen. Hier wäre nötig. Da oben erstmal nicht, weil da eh keine Sau ist. Was können wir denn mal als Alternative machen? Versorgung. Recyclingzentrum.
Wir würden so ein... Das müsste ich dann hier hinbauen. Und es würde richtig viel kosten. Ohne Scheiß, das ist mir übelst wichtig. Dass das alles vernünftig ist. Dass wir ein Recycling Center haben. So, den Shit können wir dann nämlich abreißen. Dann kommt hier so ein richtig schönes Recycling Center hin. Alter, ist das riesig. Und reißen das mal eben ab. Recycling Center! So. Garage für Transporter wiedergewonnener Materialien. Okay. Garage für Werkstoffsammelwagen. Weichmetall wieder Aufbereitung, Wiederverwertungsanlage für Metall, für Plastik. Okay. Also kann man das noch richtig heftig updaten. Sie haben die richtige Wahl getroffen, Bürgermeister, auch wenn es im Moment noch nicht danach aussieht. Die Leute recyceln nicht immer das gleich alles. Wir müssen ihnen zuerst zeigen, wie es geht. Wir können außerdem unsere Nutzung auf Metall und Legierungen ausweiten. Denken Sie darin, wir können unsere Werkstoffe wieder verkaufen und uns dabei etwas verdienen. Nice! Was ist los? Achso. Wir gelten jetzt als Kleinstadt. Für den Status einer Vorstadt bräuchten wir mindestens... Möchten wir es versuchen? Klar. Cool, easy money. Möchten Sie erfahren, was eine weitere... Wie Sie eine weitere Stadt beanspruchen können? Na, danke. So, das heißt, wir brauchen jetzt mehr Leute. Das heißt, wir können ein weiteres Wohngebiet hier oben mal ein bisschen ausweiten. Hey, jetzt habe ich das genommen. Guck mal, das sieht jetzt anders aus. So. Hauptstraße, Hauptstraße, Hauptstraße. So, dann haben wir eine super Verbindung. Dann passt das alles. Hier können wir noch sowas machen. Ja. Und hier noch. Ja, können wir eigentlich so machen. So. Obwohl, warte. Hier. Ist besser. Da kann doch eh nichts gebaut werden. Müssen wir in die Mitte machen. Zum Beispiel so. Da wird bestimmt was gebaut, oder? Sehen wir ja jetzt. Hier. Das frage ich mich, ob hier gebaut werden kann. Naja. Aber sieht doch eigentlich erstmal alles gut aus, oder? Dafür, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ah, hier weiß ich noch nicht, was ich hinmache. Gucken ein paar andere Dinge. Hey, guck mal, die Leute demonstrieren. Keine Müllabfuhr. Wir haben doch Müllabfuhr. Produktgelernte Mülleimer. Metall. Okay. Was ist das? Leichtmetall, das ist das. Hä, was? Was ist das denn dann? Ah, das ist für Plastik, okay.
Verdienen Sie zusätzlich, bla, weiten Sie den Recycling-Service auf die Nachbarstädte aus. Unterstand für einen Recycler, der an Gebäude liefert, die das Material benötigen. Erhöhen Sie die Sammelrate bei Recycling bei einem zusätzlichen Lastwagen, Recycler, Rohlegeren, Metalle. Ah, okay. Dann wird mehr gesammelt. So. Das ist für Plastik, also machen wir noch für Metall. Und das ist Leichtmetall. Und das brauchen wir erstmal nicht mehr. Aber jetzt sollte ja eigentlich, sollten die ganzen Boys zufrieden sein. Heute werde ich befördert, okay. Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Hol deinen Krankenwagen. Haben wir denn noch genug? Hey, was heißt das? Abwasserprobleme. Oh, Shidoshi, das ist die Müllhalde. Ich habe das Abwasser abgebaut. Scheiß. Ach so. Jetzt gibt's Abwasserprobleme. Die Scheiße staut sich überall. Ah. Aber ich werde das Abwasser sowieso mal woanders hinbauen. Kann ich einen Kredit aufnehmen, zufällig? Wenn ich das abbezahle, kann ich dann den Kredit wieder aufnehmen? Oh, easy money. Okay, Kläranlage. Wo können wir die denn hinbauen? Ja, hier, guck mal. Das stinkt zwar unnormal, aber es passt. Dahin. So. Dann zeig mir mal den Shit. Ich will die Scheiße sehen. Da ist die Scheiße. Und jetzt gleich geht's ab, Leute. Wenn das angeschlossen ist. Warten's ab. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, wir müssen diese Straße hier mal updaten. Geht das nicht? Straße anheben. Ah, okay, cool. Das ist cool. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das erst einmal. Sagen wir, von den 15.000 liegt. Nice. Oh, Alter, wie viel Money wir haben. Können wir ja richtig heftig ausgeben. Ich will das Atomkraftwerk, Leute. Ha, 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 ha. Ne, wir müssen erstmal für ein bisschen mehr Bildung sorgen. Bildungsabteilung der Regierung. Was ist hiermit? 800 Schüler. Ah, dann bauen wir hier in der nächsten Episode nochmal ein bisschen weiter. Dass wir auch die Schulen zusammenkriegen. Dann können wir die allgemeine Hochschule bauen und später die Universität. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche einen wunderschönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich.